Ah, König, ihr Weif, das ist gar kein Problem. Alter, ich kann mich nicht bewegen. Du hast ja eigentlich ein neues Auto bekommen, ne? Wenn ich du wäre, Lukas, ist das jetzt einfach meine Karre. Yo, meine lieben Young Guests! Willkommen zu einer neuen Runde von Wenn ich du wäre. Hier ist euer Dena Dirk. Ach, halt dein Maul, Revi, absolut unangenehm. Wir spielen wieder eine Runde Fortnite. Yeah. Als Info für alle Zuschauer, Revi hat 4 Red Bull getrunken und ist gerade absolut. Das stimmt nicht. Ich bin einfach nur sehr gut gelaunt, Leute. Lukas, mach dich bereit. Wir spielen wieder eine Runde, wenn ich du wäre, mit absolut arschgeilen Aufgaben. Können wir mal auf Duos stellen oder willst du Teams zocken? Ich meine. Hey, Lukas, ich bin Pro-Gamer. Kein Problem, Digga. Nee, ist schon besser auf Duos. Red Bull, bitte schickt ihm nichts mehr zu, bitte. Lukas, mach dich einfach bereit. Wir fangen direkt an, meine Freunde, auf gute Laune-Basis heute hier. Wir spielen ja, wenn ich du wäre, und wir fangen auf ganz entspannt an. Erstmal, der Gast darf anfangen, oder nicht? Nein. Lukas, kannst du ganz kurz mal die höchste Stimme machen, die du kannst? La 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 la. Okay, und kannst du mal so ganz kurz reden? So, red mal ganz kurz einen Satz so hoch, wie du kannst. Hallo! Perfekt, Lukas! Wenn ich du wäre, würde ich jetzt die komplette Runde nur noch so reden. Nö, du hast gerade, das war die Aufgabe. Nein, ich habe nicht, wenn ich du wäre, gesagt. Ich habe nicht, wenn ich du wäre, gesagt. Fang so an. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mal ganz kurz meine höchste Stimme machen, die ich kann, und dann ganz kurz damit auf jeden Fall so reden. Mal schauen, ob du verstehst. Okay, ja. Hallo! Ich hab so geredet, ich hab die höchste. Du hast nein, gesagt, die ganze Runde habe ich. Nicht in der, es war nicht in der Aufgabenform. Das hab ich gerade eben so gesagt! Ja, aber danach hast du die Aufgabe final gestellt. Und alles klar, Lukas, wir können die Aufgabe jetzt hier wieder beenden, die Aufnahme, oder du machst es hier richtig mit. Du weißt ganz genau, wie ich es gemeint habe. Leute, also, was reden wir von 31er? Na, aber. Ist okay, ich rede hoch! Lukas, hast du eigentlich Sand in der Vagina? Ja! Cool, man hört's. Ah, Lukas, ist das heute ein schöner Tag? Ja! Lara, ist das so unangenehm für deine Zuschauer, das alle Lara, abschalten. Sarah und Tamara, die Sarah kriegen nicht Tamara. Den kleinen. Und den feinen. Yo, Olli. Yeah. Dann erzähl mir noch mal ganz was von deinem letzten Tag. Ich bin gespannt. Ach, gestern war es wirklich schön. Ja? Die Sonne hat geschienen, ich war im Pool. Einfach das Leben genossen. Maschallah, sagst du. Okay, Lukas, dann bist du damit, wenn ich du wäre. Auf geht der Hase, komm. Okay. Wenn ich du wäre, würde ich mich die ganze Folge lang König ihr Weif nennen. Oh, König ihr Weif, das ist gar kein Problem. Kein Problem. Natürlich, natürlich. Und raus mit dir, du kleiner Schlingel. König ihr Weif. Gut, Lukas. Ja? Wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz mit dieser wunderschönen Stimme, die du ja gerade schon hast, beim nächstgelegenen McDonald's mal kurz anrufen. Nein! Und vielleicht sagen, dass nachdem du 200 Cheeseburger gegessen hast, deine Stimme so klingt und ob sie dir dabei helfen können. Das mache ich. Da liegt eine AR für dich. Gegner! Wer schießt denn auf dich? Keine Ahnung, es geht keiner ran. Das war die dritte Filiale, aber jetzt reicht's mir. Gut, dann versuch's nochmal Burger King. Die haben bestimmt Zeit. Oh, da hinten im Wasser! Alarm! Hat einen Hit. Das kann doch nicht sein. Also das ist jetzt wirklich, weird hier, ne? Hast du gedacht, mein kleiner Fratz, ne? Ja, ich meine, das geht keiner ran, drauf. Dann ruf bitte bei deinem Pizzalieferanten des Vertrauens an, Lukas. Das ist auch in Ordnung. Komm, du bist dran. Mann, das so lange. Der Herr Meier hat Hunger. Der wer? Herr Meier. Ach, Könige Weif. Ja, hallo, Meier hier. Und nachdem hier vorne ist der Pizza Hai. Gegessen habe, ist meine Stimme komisch. Ich hab aufgelegt. Hey Mann, warum machen die 31er, Habibi? Kann ich bitte normal reden? Ich krieg's nicht länger hin. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, das ist auch gesund für die Stimmbänder, Bro. Komm, Lukas, du bist dran. Ich meine Könige Weif. Du hast jetzt so falsch gesagt, ich habe 2 Aufgaben. Nein, das funktioniert das nicht, Könige Weif. Okay, das habe ich noch nie gemacht, aber wenn ich du wäre, lass mich bitte wieder normal reden. Es ist so unangenehm, Könige Weif. Ich kann Ja, gut, Könige Weif, oh, ausnahmsweise. Oh, Digga, ich schwöre. Boah. Wenn ich sie wäre, mein König, hier vorne sind es Dingens, nimm die mal. So möchte ich das auch hören. Würde ich hingehen und die tiefste Stimme, die ich kenne, machen und die ganze Runde nur noch so lange damit reden. Ist okay. Ja? Ja, Revi. Ja? Wenn ich du wäre, würde ich bei Google anrufen. Ja? Und fragen, ob du die neue Stimme für Google Maps werden kannst. Ich weiß nicht, ich weiß überhaupt nicht, ob man Google anrufen kann. Ja, dann gib einen Google Hotline. Okay. Könige Weif? Ja. Wenn ich ihr wärt, würde ich ganz kurz so laut wie es geht aus dem Fenster schreien. Mein Penis ist extrem klein und er blutet. Hallo? Es ist sehr heißes Wetter und meine Nachbarn sind im Garten. Okay. Und meine Nachbarn sind im Garten. Mhm. Ja, das kann man nicht machen. Okay, dann bitte.
Ja, ich gehe gerade noch in Sicherheit. Es gibt keine Handynummer von Google. Ja, ja, 110. Das ist die Polizei, Lukas. Oh, ich vergaß. Hoffentlich wird dein Video gelb. Hoffentlich. Hoffentlich wird mein Video grün. Hoffentlich. Wer ist der Kleine, der Blut hat? Ich muss da mit meiner dunklen Stimme schreien, ne? Ja. Ja. Also Google hat keine Hotline in Deutschland. Ich weiß nicht, wie ich die jetzt anrufen soll. Okay, dann würde ich sagen, du, mein gestriges Video war wirklich cool. Ich glaube, das sollten ein paar mehr Leute sehen, weil... mach eine Instagram-Story und mach Werbung für mich. Darauf habe ich Bock. Wenn mein Video von gestern... Bro, dieser Teil, Digga, hilf mir mal! Komm her, steig ein, ich bin durch. Bro, ich bin gleich tot, komm her, steig ein. Hilf mir mal! Hinter mir, komm! Bro, what the f***? Fahr mal hier weg jetzt, fahr mal hier weg! Dieser Hai ist ja übernervig, Alter. Ja, die rushen. Nee, einfach zwei Ninjas. Jetzt gegen den ersten. Ich heile mich. Einer von denen ist Ulo. Ja, Digga, der wird mich, finde ich, so lächerlich wirklich wieder. Hey, Hai war gut. So, Leute, wir haben hier auf jeden Fall jetzt noch ein neues Video. Warte mal nochmal, jetzt habe ich dir gerade reingesprochen. Bist du behindert? Man hört dich nicht auf meiner Insta-Story, du Autist, Alter. Oh, oh. Dämlicher Spasti, Alter. Falls ihr es nicht gesehen habt, Leute, Vive hat gestern ein extrem gutes Video hochgeladen. Swipe gerne mal hoch, ist echt toll geworden. Wirklich, einfach mal hochswipen, ist ein wirklich sehr gutes Video. Geht, ne? Ist da. Super. Gern geschehen. Lukas, du kannst übrigens wieder normal reden, ne? Die Runde ist ja vorbei. Oh. Lukas, du hast ja aus dem Fenster geschrien, richtig? Ja, habe ich. Ich würde sagen, für jedes Mal, wenn ich einfach schnipse, ne? Ja. Nimmst du dir ein Kleidungsstück, was du mehr anziehst? Ich habe eine Klimaanlage im Zimmer von mir aus. Ja gut, aber es ist gerade Sommer, ne? Also eine Klimaanlage wird deine Kleidung nicht durchlüften, das sage ich dir. Ja, übrigens, ganz kurz. Oh, da habe ich geschnipst. Naja, okay. Herr Mut, muss man durch, ne? Es ist natürlich. Ja, wo soll ich die Sachen herbekommen? Du wohnst bei dir zu Hause und du hast Sachen zu Hause bei dir? Ja, also zwei T-Shirts. Bis gleich. Bis gleich, mein Süßer. Ein paar Sekunden später. Also, ich ziehe mir direkt die erste Hose doppelt an. Hammer, hinter geil. Uns kommt jemand? Unter uns? Ich werde sterben. Glaube ich nicht. Wir werden den jetzt holen. Schluck. Kommt noch einer hinter dir? Oh, Digga, diese Nades. Ja, Digga, diese ekligen Nades von irgendwoher, von irgendeinem random Bastard. Naja, Lukas, einfach ja, weil ich sauer bin. Digga. Achtung. Das war ein Schnipsen, Lukas, ne? Komm, noch eine Runde. Let's go, der Hase. Ich hab grad drei Hosen an. Genau. So, warte, ich muss mal wieder klarkommen, Alter. Mein Hals, einfach nur aus Prinzip, weil ich die Hölle durchmachen musste, musst du in die nächste Runde lang deine unangenehm vercrackteste Stimme, die du machst. Mach mal ein paar zum... Ich muss bewerten, welche das wird. Zeig mal, was wird. Nee, ein bisschen höher. Ich brauch was hohes. Nee, höher. Nee, nur geht noch was. Ja, das. Ja, du musst die ganze Runde reden. Okay, kein Ding. Ja, und ist unangenehm. Hä, ist unangenehm. Nein, überhaupt nicht, weil ich das am Wochenende ständig mache, wenn ich mich als Frau verkleide. Ja, dir glaube ich das, Digga. Dir glaube ich das. Lukas? Ja? Sag mal kurz, wenn ich du wäre, würde ich heute Abend ganz kurz mal ein Bild von dir in deine Insta-Story posten, wo du die Klamotten deiner Freundin trägst. Nein! Doch! Ganz kurz, du hast, glaube ich, vergessen, mich König Wolf zu nennen, ist mir gerade aufgefallen, ne? Natürlich König Wolf, klar! Das ganz kurz, sagt... Lukas, ich meine König Wolf. Oh, drei Kleidungsstücke, wow, so cool! Ja? Ich zieh's jetzt an, aber bei jedem Mal, wenn ich Revi sage, musst du dir einmal ins Gesicht schlagen, verstanden? Ja! Verstanden, Revi? Ja! Und jetzt schnippst du noch einmal, du wirst dich selber verprügeln. Hab noch mal geschnipst! Revi! Ich muss mich jetzt erstmal umziehen. Boah. Digga, langsam wird's echt eng. Oh, willst du mir helfen, du deine Schwuchtel, oder nicht? Ja, wie hast du mich genannt? Könige Weif, Mann! Könige Weif, du bist schlecht in Fortnite, Könige Weif! Mhm. Revi. Ah! Oh. Oh, vier Klamotten, juhu, so cool! So viel hab ich nicht. Oh, du bist gleich tot! Du hast nicht meine Waffe! Alter, ich kann mich nicht bewegen. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, 10 T-Shirts oder so an. So, Könige Weib. Da die Runde ja vorbei ist, kann ich wieder normal reden. Ich habe gesagt, was Revi, du musst einmal. Da kann ich aber nochmal snappen, oder? Ich sag dir ehrlich, ich habe noch eine
Sweatshirt-Jacke hier. Mhm. Ja, dann ist nicht vorbei. Ich bin mir sicher, dass du noch viel, viel mehr Klamotten hast. Digga, es passt nicht mehr. T-Shirts kann ich nicht mehr überziehen. Ich weiß ja nicht. T-Shirts nicht, aber Pullover, Socken, Handschuhe, Kondome. Ich habe keine Kondome. Ich bin Jungfrau. Könige Weif, du hast ja eigentlich ein neues Auto bekommen, ne? Ja, das habe ich noch nicht öffentlich gemacht auf YouTube. Gut, aber alles klar. Wir landen bei dem Haus hier. Dieses Auto, Digga, ist ja das gleiche Auto, oder? Was ich habe, ne? Ja, halt. Besser. Ja. Nee, ist auch. Ich habe auch einen AMG 63 GTS. Ja, aber meiner ist. Also, du hast, du hast einen Fensterbauten-Spoiler, ist richtig. Ich habe noch nie einen mit Fensterbauten-Spoiler gefahren. Du hast den noch gar nicht großartig eingefahren, den Wagen, ne? Nein. Also, Lukas, nee, ich habe noch nicht eingefahren. Wenn ich du wäre, Lukas, ist das jetzt einfach meine Karre? Klar, schenke ich dir. Ich bezahle dir noch weiter, das ist gar kein Thema. Ja? Lukas, klar. Wenn ich du wäre, krieg ich dein neues Auto. Nein. Doch? Nein. Tatsächlich? Nein, ich brauche ein Auto, Digga. Ich kann dir das nicht einfach geben, auch nicht für eine Woche oder so. Waffe? Unter uns Gegner? Ich habe eine Waffe. Oh, hier. Ja, hat sich, Mega, Digga. Hier, da kommt einer um die Ecke. Der ist aber auch gut low. Ja, bestimmt nicht. Danke. Ich bin einfach ein krankes Tier. Du bist ein krankes Tier. Ja, was willst du jetzt mit meinem Auto? Hey, ich verstehe das nicht. Dann tauschen oder was willst du? Einfach mein Auto haben. Ja. Nee, ich will dein Auto. Also, wenn ich du will, krieg ich dein neues Auto. Für einen Tag. Ja, mal schauen, ne? Für einen Tag. Weiß ich nicht, Lukas, ob es wirklich nur ein Tag sein muss. Ich muss ein iPhone bestellen. Ich mische okay. Du kommst ja eh nochmal zu mir, ne? Weil du ja noch das offen hast mit. Na, du weißt schon, da war ja irgendwas von wegen, ne? Sklave sein und so. Genau. Und da würde ich sagen, Lukas, wird sich der neue Wagen für mich eigentlich ganz gut anbieten. Ja, ist okay. Und dann schaue ich halt mal, wann ich dir den wiedergebe, okay? Ja. Freust du dich? Könige Vibe. Mega. Aber warte mal ganz kurz. Oh mein Gott, irgendwie meine Hand. Ich. Och nein, jetzt ist schon wieder passiert. Och Mann, das ist so nervig. Ich kann meine. Ach, Digga, wenn ich mein. Och, Lukas. Könige Weif. Was ist denn jetzt mit dem Pulli noch? Alter, ich kann nicht mehr um mich rumfassen. Also, konntest du auch normalerweise nicht. Ey, das ist. Guck mal, warte. Leute, gönnt euch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 T-Shirts und ein Pulli. Und 3 Hosen, Digga. Angenehm. Ist nicht warm. Alles luftdurchlässig. Glaube ich nicht. Nochmal Shield Break. Hab ihn down. Sehr schön. Ich muss ihn jetzt waschen, Digga. Der ist extrem schlecht. Aber ich auch. Den hast du auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, ohne meine Unterstützung wäre das nichts geworden. Deine Unterstützung, Digga, hat gar nichts gebracht. Natürlich, null. Doppelter Shieldbreak ist nichts. Ganz vergessen, naja, stimmt. Dann war es das hier an der Stelle von Wenn ich du wäre. Schaut auf jeden Fall hier ganz kurz. Ja, perfekt, Lukas, ne? An der Stelle sind wir raus. Das war's von Wenn ich du wäre. Lukas, ich freue mich auf dein Auto und freue mich wirklich, wenn du nächste Woche mein Sklave bist und die ganze Zeit ich dein Auto haben kann. Sau cool mit dem Spoiler, wirklich. Eine coole Idee. Ich bin raus. Macht's gut, meine Freunde. Und wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Tschüss!